So, moin Leute, willkommen zu TTTT Trouble in Terrorist Town Tutorials mit einer weiteren Map-Vorstellung, heute mit der Map Rooftops. Rooftops an sich eine ziemlich simple Sniper-Map, man spielt über den Dächern von irgendeiner Stadt mit relativ vielen Brücken und so weiter. Es gibt halt relativ viele Sniper und Deagles hier, das ist nicht schwer, welche zu finden. Ein paar Explosionsfässer sind vorhanden hier. Einige Spots sind natürlich sinnvoll, wenn man snipen möchte. Zum einen ist da dieser Turm hier. Den kann man einfach von hinten besteigen, um von oben zu snipen. Man kann auch innen hinauflaufen, die Treppe benutzen und durch die Fenster snipen. Auch von hier hinten snipen ist nicht allzu ungeschickt. Des Weiteren kann man von diesem Plateau hier snipen, von hier aus oder von hier hinten. Und wenn man ins auf dem Server erlaubt ist und man im Prop-Surfen bewandert ist, kann man hier auch relativ adäquat Prop-Surfen. Ich zeig das einmal. Muss halt auch klappen, ne? Na komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Los, 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 los. Ah, jetzt falle ich runter. Ne, doch nicht. Ich will auch schon, ich sterbe. Na komm, hör mit mir. So, dann ist man hier oben. Hat einen ziemlich guten Überblick, kann alles sehen. Ein paar Leute sprengen, wenn man Bock hat. Na, das ist halt, ja. Aber wenn man runterfällt, ist man natürlich auch tot. Also ist man hier natürlich sehr anfällig für den Newton-Launcher. Der natürlich hier sehr sinnvoll sein kann. Des Weiteren kann man sehr lustig hier ziemlich viele Brücken zerstören. Was natürlich das Rumkommen schwerer macht. Auf manchen Servern ist das auch ein KOS-Grund, das heißt, man wird getötet, wenn man das tut. Ist jetzt nicht auf allen Servern so, man darf es natürlich tun, wenn man möchte. Denn immer bleibt irgendwie eine Möglichkeit rumzukommen. Einmal also kann man hier jetzt lang laufen, hier hinten halt oben rüber gehen, hier rüber klettern, kann hier hinten lang laufen, denn die ist nicht zerstörbar hier. Es gibt einige, die sind unkaputtbar und kann immer noch hier lang kommen. Die sind auch nicht kaputt machbar. Die Metall Wege natürlich sowieso nicht. Und wenn man den nicht kaputt machen. Na. Und die hier auch. Ja, damit kann man natürlich die Bewegung der Innocence als auch der Traitor sehr gut einschränken. Es gibt allerdings auch eine weitere Besonderheit an dieser Map. Die ist interessant. Auf manchen Servern ist das verboten. Auf einigen Servern ist es nur das Random Kill damit verboten. Auf anderen Servern weiß kein Mensch Bescheid über diese Scheiß-Axt. Die Axt liegt immer in diesem Raum hier drin. Und man muss sie bis zum Terminal Hotel bringen. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil das Ding kaputt ist. Hier drüben ist das Terminal Hotel. Da ist auch ein wunderschöner Pool. Und wenn man mit der Axt hierher läuft, geht man in dieses Haus rein und hält die Axt hier in einen Strahl. Ich habe die falsche Version gewählt. Sehr schön. Ich habe mehrere Versionen der Map auf meinem Server und ich habe natürlich gerade die falsche gewählt. Hier ist ein Laserstrahl normalerweise, ein Laser-Aufladegerät. Da hält man die Axt rein. Und dadurch wird sie aufgeladen und funkt dann so. Und immer wenn man jetzt gegen die Schneide gegenkommt, macht sie einem 50 Damage per Tick. Das heißt, man kann sich zum Beispiel hier hinlegen oder auch Leute mit einfach jagen und wegkloppen. Oder hier hinlegen, Leute, die drüber laufen, kriegen Schaden und sterben. Ganz lustige Geschichte eigentlich. Ansonsten gibt es in diesem Map nicht sehr viel zu sagen. Man kann halt sehr viel snipen. Viele Leute mögen es nicht gerne, wenn man da hinten auf dem Dings sitzt. Ne? Da sonst. Ey, warum stirbt der nicht? Wieder allererste Sahne, mein Aiming. Viele Leute stehen da nicht ganz so drauf, wenn man hier einfach irgendwo rumsniped. Das wird gern vermieden. Dieses Radio hier macht Nyan-Cat-Musik. Natürlich auch Geschmackssache, ob man das mag, aber viele Leute finden das ganz nett hier. Und zu guter Letzt gibt es hier eine extrem nette T-Falle, die sich hier befindet. Traitors in case of emergency. Ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich bringe mal alle Leute hierher. Die können hier eh nicht raus, weil sie keine Türen öffnen können. So, jetzt hab ich alle Leute hier in diesem Raum drin, die noch leben. Und drücke jetzt Traitor hier drauf. Und das ganze verfickte Gebäude stürzt zusammen mit uns ein. Alle Leute sterben, die TS gewinnen. Natürlich, wenn alle Leute dadurch sterben. Wenn Leute nicht drauf sind,
Ja, man kann sich in der Luft rein technisch wegteleportieren. Muss also das Timing sehr gut abpassen. Und der Server laggt manchmal dadurch. Jetzt seht ihr hier, das Gebäude ist eingestürzt. Und das Rooftop hat ein Roof weniger. Ja, das war's ganz eigentlich auch schon für Rooftops. Viel mehr gibt's hier nicht zu sagen. Relativ nette Map zum Snipern. Wer gerne snipert, kann die gerne spielen. Ich mag sie ganz gern. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.